Heute zeige ich euch einen 60.000 Liter Traumteich mit wunderschönen Koi und einer wirklich großen und schlagkräftigen Filteranlage. Moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You, eurem YouTube Koi-Blog. Und heute mal an einem wirklich prächtig traumhaften Koi-Teich. Ich finde ihn richtig, richtig geil und ich hoffe, ihr könnt dem Ganzen auch was abgewinnen. Und ich finde einfach auch das Rundherum, die ganze Gartengestaltung bis zu den Fischen, das macht einfach nur richtig, richtig Spaß. Ein kleiner Traum für Koi-Hobbyisten hier an diesem schönen, großen, 60.000 Liter Koi-Teich und dass da ordentlich Bewegung drin ist, ich denke, das kann man auch sehr gut sehen. Da schwimmen wirklich eine ganze Menge, auch durchaus größere Fische. Ein schöner bunter Mix vor allen Dingen, viele verschiedene Varianten auch, Varietäten vom Kohaku, Showa, aber auch viele Kawarimono. Wie ihr sehen könnt, ist das Ganze hier mit wirklich viel Liebe und sehr vielen Details außenrum auch gestaltet. Da wurde wirklich auf das kleinste Detail geachtet und die Zentrale hier hinter dem Teich, das ist dieser große Buddha, aus dem unterhalb dann ein kleiner Wasserfall herauskommt, auch sehr schön gelöst, nicht so laut wie manch andere Wasserfälle und stylisch irgendwie wirklich geil eingepasst einfach. Hier das Motivationslevel der Fische, würde ich mal sagen, das ist richtig, richtig gut. Die haben richtig Bock zu fressen, auch immer ein gutes Zeichen für die Gesundheit der Tiere. Hier wird sich auch wirklich sehr liebevoll darum gekümmert und ebenso liebevoll um die Bonsai-Sammlung. Auch da gibt es schöne große Exemplare. Für mich als Bonsai-Fan auch super geil gewesen, solche tollen Bäume mal sehen zu dürfen. Die sind ja überall im Garten verteilt und auch da hat man verschiedene Varianten. Einige der Fische, wenn nicht sogar die meisten, sind auch handsam, wie dieser große Chagoi, der natürlich sehr gerne ein paar Pellets schnappen kommt. Ja, dann schauen wir doch mal, was sich hier unter diesem großen Filterdeck verbirgt. Und zwar das Herz der Anlage, die Filterkammer. Wir haben hier einen großen Trommelfilter aus Edelstahl und eine riesen Monsterbiologie, die es auch für diesen großen Teich so braucht. Und diese Sachen schauen wir uns jetzt mal ein kleines bisschen im Detail an. Ordentlich Luftpumpen wurden hier verbaut. Gleich drei Highblow sorgen hier für ausreichend Sauerstoff, sowohl in der Biologie als auch natürlich im Teich. Und an vorderster Front den groben Schmutz herausholend, da arbeitet ein Ammerland-Trommelfilter. Ammerland-Trommelfilter gibt es aktuell nicht mehr zu erwerben. Die Firma hat anscheinend Insolvenz angemeldet, aber das sind richtig geile Teile gewesen. Guckt euch das mal an. 1A, astreine Verarbeitung, vorne die UV-Lampen drin, da kann man nicht meckern. Haben wir einfach mal einen Spülvorgang ausgelöst, um euch einfach mal zu zeigen, wie hier das Sprühbild von den Düsen ist. Eigentlich eine recht geile Sache. Man ist auf jeden Fall zufrieden, der Filter hat auch ordentlich Durchsatz und schafft es, diesen Teich schön sauber zu halten. Am Ende oder quasi nach dem Trommelfilter sitzt hier eine dicke Flowfriend, die dann das Wasser in den Bioturm pumpt. Und warum es da oben aus dem Turm so rausblubbert, ja, das ist eine gute Frage. Schauen wir doch mal rein. Hier ist halt jede Menge Umwälzung. Man versucht natürlich auch hier den Teich einmal die Stunde umzuwälzen und das mündet in einer grandios starken Strömung. Und damit das Wasser hier nicht aus dem Behälter rausschießt, hat man da so einen Schlauchkescher zwischengehängt, der das dann nochmal so ein bisschen verteilt. Innen drin ist dann eine riesenfette Packung Helix, sodass hier natürlich auch für ausreichend Biopower gesorgt wurde. Hier dann an der Rückwand vom Filterkeller noch etliche Steuereinheiten, Steckdosen, auch ein paar Shelly Plug S sehe ich da und natürlich auch die Frischwasserzufuhr. Das wird ja alles automatisch geregelt und kann auch fernüberwacht werden. Auf jeden Fall ein hochprofessioneller Koi-Teich mit Luftwärmepumpe einer IPS Pro. Ich habe ja doch tatsächlich eine kleine Weile an diesem
Teich verbracht, wurde auch wirklich sehr, sehr nett empfangen. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich habe es auch wirklich genossen. Auch wenn es dann angefangen hat zu regnen, wie hier im Video zu sehen, konnte man direkt am Teich stehen. Das Ganze war überdacht und man hatte auch bei Regen einen wunderschönen Blick auf den Teich. Und natürlich in den Garten. Und auch da zeige ich euch nochmal ein paar Details, die mir so über den Weg gelaufen sind. Richtig schöne Wacholder-Bonsai. Hier auch mit Totholz dran. Und hier übrigens der Skimmer, der auch belüftet werden kann, sodass das Futter nicht ohne weiteres dort drin verschwindet. Dann haben wir noch eine selbst entworfene Abdeckung für den Futterautomat aus Edelstahl an einem großen Arm. Lässt sich auch wegklappen. Und das freut die Fische natürlich, denn die sind ordentlich hungrig und wie ihr sehen könnt, auch immer interessiert. Richtig schöner großer Chagoi. Das macht natürlich für einen Koi-Liebhaber wie mich richtig Laune. Hier dann nochmal ein bisschen Schaufütterung vom Teichbesitzer. Man kann sehen, dass hier viel, viel Herzblut auch in den Teich und in die Tiere hineingesteckt wird. Man hat auch hier schon viele Umbauten am Teich hinter sich und ist jetzt eigentlich endlich da angekommen, wo man lange sein wollte. An einem schönen großen Koi-Teich mit einer vernünftigen Filteranlage, dass hier dann alles auch wirklich sehr zufriedenstellend und einwandfrei und sorgenfrei funktioniert. So Leute, das soll es auch mal wieder gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr fandet diesen Teich genauso cool wie ich. Wenn das so ist, dann gebt dem Video doch einen Like. Und wenn ihr noch kein Abonnent des Kanals seid, haut doch schnell ein Abo rein. Hier gibt es regelmäßig neue Videos rund um das Thema Koi. Und damit möchte ich mich nun verabschieden. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Ciao.